Ganz herzlich willkommen bei Captain und Coach und Basti, du musst mir helfen. Was ist das? Ein nettes, kleines? Familienformat, so nennst du doch das immer, ne? Dankeschön. Ich bin jetzt nicht drauf gekommen, ich wusste aber, dass du mir wie am Wochenende auch bei der Einwechslung von Tommy Klebeis und Jorginho aus der Patsche helfen kannst. Es war auf jeden Fall ein Fest, dass ich mein Osterfest so ein bisschen mit dir teilen durfte am Ostersonntag. Und dann sehen wir uns jetzt nach den Feiertagen schon wieder. Also besser geht's kaum. Es geht überhaupt nicht besser. Und ich muss dir auch nochmal ganz herzlich Dank sagen für deinen Schokoladenlutscher. Der war exzellent, wirklich. Das freut mich, Stefan. Abseits des Sonntags mit mir in Ludwigsburg, wie hast du das Osterfest verbracht, Basti? Du kennst das ja, im Basketballgeschäft bleibt da nicht viel, um solche Feiertage zu genießen. Ich war Samstag in Trier und dann Sonntag mit dir in Ludwigsburg, um das Derby zu machen. Gestern ganz normal Training, dann abends natürlich das Montagsspiel geschaut. Von daher, die Familie musste mal, wie so oft, zurückstecken. Die musste zurückstecken, schade. Aber wir gehen jetzt in medias res und wir fangen mal im Tabellenkeller an. Wir hatten das Duell der beiden absoluten Kellerkinder auf den Abstiegsplätzen in Heidelberg. Heidelberg hat das Spiel gewonnen, 90-86, ist damit weg von einem Abstiegsplatz, erstmals seit Wochen wieder, vielleicht sogar seit Monaten, ich habe es nicht genau nachverfolgt. Ein Sieg, Basti, der auf oder worauf fußt, wenn du dir das Spiel vor Augen führst? Ich glaube, was ganz entscheidend natürlich war, zum einen schon mal bei Crailsheim der Ausfall von Leo Westermann, der anscheinend ein paar Oberschenkelprobleme hat. Und das natürlich schon so ein Spieler ist, der erfahrenste Spieler in den Crailsheimer Reihen, ja, der aus meiner Sicht exzellent ersetzt wurde durch Elias Baguette, der echt ein tolles Spiel gemacht hat. Ich sage es jetzt einfach mal, wir reden nachher vielleicht nochmal über die Point Guard Situation von Crailsheim, weil die auch nachverpflichtet haben, aber ich mag Elias Baguette, ein junger deutscher Point Guard, der das Spiel verstanden hat und ein kreatives Element mitbringt. Absolut, aber du hast dann schon, finde ich, ab und zu gemerkt, dass, weil er ja auch sehr viele Minuten gehen musste, dass da so ein zweiter Point Guard, der echt ein gutes Gefühl fürs Spiel hat mit seiner Erfahrung, Leo Westermann, der da schon gut getan hätte. Am Ende ein knappes Spiel und ich muss einfach wirklich auch mal sagen, dass da schon die Rollenspieler, vor allem Akeem Vargas, ja am Ende schon auch mal nochmal den Unterschied gemacht hat, der als Kapitän da in die Bresche gesprungen ist. Wichtige Akzente gesetzt hat, sein Career High eingestellt hat, beziehungsweise bestätigt hat. Ja, was hat er gemacht? 17 hat er gescored, glaube ich. 17, ne? 17, ich glaube in nur 20 Minuten. Also, ja. Es war einfach von Crailsheim am Ende nicht klar genug, aus meiner Sicht. Ja, die Heidelberger, die hatten ein bisschen mehr Energie. Ich finde, die Nachverpflichtung Jaworski ist eine Top-Nachverpflichtung für die Heidelberger, ja, auch wenn er ein Volume-Scorer oder Shooter ist, ja, aber der übernimmt Verantwortung, verteilt aber auch gut die Bälle. Von daher, war das ein verdienter Sieg für die Heidelberger. Andere Nachverpflichtung, die schon ein bisschen früher getätigt wurde, die aber auch eminent wichtig ist, mit, glaube ich, 19 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists, Elijah Childs. Du hast Akeem Vargas schon angesprochen. Beste Saisonleistung. Ich fand bei Crailsheim beste Saisonleistung von Fabi Black, der bislang kein gutes Jahr gespielt hat. Ja. Beides erfahrene Spieler, braucht es in solchen Spielen, in einer solchen Saisonphase, genau solche Typen, die vorangehen? Ich glaube, vor allem brauchst du Typen, die sich mit dem Verein identifizieren, die im Abstiegskampf wissen, um was es da geht. Weil es geht ja nicht nur, sag ich mal, um seine eigene Karriere, sondern es geht um so ein bisschen den ganzen Verein. Es geht um Leute aus dem Backoffice etc. Ja? Und das sind einfach Spieler, die schon länger da sind, die das auch Typen sind, die sich für andere interessieren in dem Verein, ja, die den Verein ein Stück weit atmen.
Und da merkst du jetzt, für die geht es um alles, ja, und die kämpfen für den Verein. Und nicht umsonst auch, wenn du dir die Statline anschaust, die Deutschen bei Crailsheim, die haben wirklich produziert. Ja, Elias Baguette haben wir angesprochen, dann Fabi Black und Mo Stucky. Alle drei zweistellig gescored. Und du hast es angesprochen, es kam eine Nachverpflichtung jetzt. Ja, auf Crailsheimer Seite. Brasilianischen Guard geholt, der die Nachverpflichtung macht für mich entweder die Sache bei Leo Westermann so schlimm, dass er in den nächsten Spielen nicht spielen kann, oder man vertraut Elias Baguette nicht, dass er das mit Leo Westermann wuppen kann. Wie siehst du das? Ich bin vor allen Dingen überrascht, dass es ein Brasilianer ist, sage ich ganz ehrlich, weil wir sind in der entscheidenden Saisonphase. Er hat bislang nur in Brasilien gespielt, Alexei Borges heißt der Spieler, glaube ich. Ja. War letzte Saison oder diese Saison dann mal in der G-League. Das erste Mal außerhalb Brasiliens. Das heißt, wir haben einen Brasilianer ohne jegliche Europaerfahrung. Jetzt, wo er sofort produzieren muss. Und ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, vielleicht hätte Greizer mal hinschauen müssen, wie lange Jago in Ulm gebraucht hat, bis er seine PS auf den Boden bekommen hat. Als er es auf den Boden bekommen hat, überragend. Es gibt einen Grund, warum der Junge jetzt einen Euroleague-Vertrag bei Roter Stern hat. Aber ich finde das hochriskant, in der jetzigen Saisonphase jemanden zu holen, komplett ohne Europa-Erfahrung. Und also es ist nicht einfach. Wir reden nachher ja noch mal über Tübingen. Die haben genau was Umgekehrtes gemacht. Das gefällt mir aber auch nicht so ganz. Können wir nachher drüber sprechen. Wie siehst du es? Also das ist so mein Ding, was ich sehe jetzt bei dem Neuen, bei Alexei Borges. Ja, das hat mich in der Recherche auch komplett überrascht, dass du wirklich jemand jetzt holst, der keinerlei Europaerfahrung hat. Und ich habe mich gefragt, okay, wie erstmal, was erwartest du dir und wie setzt du den jetzt ein? Ne? Und am Ende bin ich da wirklich sehr gespannt, weil um dieses Ganze, du hast jetzt noch einen Monat gefühlt, ja? Oder ein bisschen mehr als einen Monat. Ja. Jetzt, eigentlich musst du den jetzt komplett von alleine lassen, ja, wenn du sagst, okay, das ist jemand, der mir hier irgendwie noch die Kohlen aus dem Feuer holen kann, dann musst du den von Anfang an komplett von alleine lassen und sagen, okay, mach mal. Ich glaube, dann hast du aber nur ein Problem mit denen, die bis jetzt schon da waren, ne? Und ich bin wirklich gespannt, was das für ein Typ ist. Also ich traue den Crailsheimern zu, dass die extrem schon darauf achten, ob der vom Typ jetzt passt. Auch gerade im Hinblick auf, was so ein bisschen mit Brandon Childress war, etc. Genau. Ich glaube, da werden sie extrem drauf geachtet haben. Aber ich bin gespannt, wie sie spielerisch ihn einbinden. Ja, ob das ein Freigeist ist, der sagt, okay, ey, du machst jetzt mal hier. Oder ob das jemand ist, der von der Bank kommt, etc. Das wird extrem spannend zu sehen sein, was da sportlich passieren wird. Auch in der Kombination. Also kann er mit Westermann gemeinsam spielen? Kann er mit Baguette gemeinsam spielen? Kann er auch mal auf die 2 gehen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, darauf haben die Crailsheimer auch geachtet, weil du hast Brandon Childress genannt. Letztendlich muss er ja auch ein Stück weit, in Anführungszeichen, Ersatz für Childress sein. Und deswegen glaube ich schon, dass der auch ganz viel Combo-Guard in sich hat. Ich denke auch, ja. Vor allem, ich schätze eigentlich das Crailsheimer Know-how, was da in diesem Verein da ist. Also ich denke auch, dass sie sich da schon ganz genau überlegt haben, was sie mit dem vorhaben. Absolut, dieser Verein ist über die Jahre hinweg deutlich professioneller geworden. Noch eine Frage, Basti, bevor wir weitergehen zu Heidelberg. Dritter Heimsieg in Folge, nachdem sie zuvor 11-mal in Serie in der eigenen Halle nicht gewinnen konnten. Aber ist dieses letzte Viertel und diese Schlussphase auch schon noch mal ein Zeichen dafür, dass die noch lange nicht über den Berg sind? Ja, also wenn du da unten in den Tabellenkeller guckst, dann ist es ganz klar, sie sind jetzt mal rausgerutscht aus den Abstiegsrängen, aber da ist noch gar nichts irgendwie entschieden. Und du merkst schon auch einfach ein Stück weit Nervosität. Und ich meine, klar, ne, dass da die Angst drum geht, ist gar keine Frage. Aber was ich geil finde in Heidelberg, du hast es angesprochen, diese Niederlagenserien zu Hause. Und trotzdem war immer eine phänomenale Stimmung in dieser Halle. Ja? Du hast
nach außen, die Kommunikation nach außen war aus meiner Sicht immer positiv in diesem Verein. Ja, also dieser Verein, die Fans, die halten zusammen. Und jetzt dritter Heimsieg in Folge. Ich glaube, ja, da entwickelst du schon so eine Art, wie soll man sagen, wie so eine Art Zusammenhalt, dass die nächsten Heimspiele vor allem zum Saisonende hin es extrem schwierig sein wird für die Gegner in dieser Hölle zu bestehen. Weil man merkt schon, dass die Spieler auch jetzt für die Fans kämpfen, für diesen Verein kämpfen. Und ja, deswegen bin ich da gespannt. Aber du hast es angesprochen, am Ende des Tages wird es, glaube ich, ja schon ein Abstiegskampf, der eventuell sogar erst am allerletzten Spieltag entschieden wird. Wo ich jetzt schon mal sagen kann, da freue ich mich drauf, weil ich am allerletzten Spieltag, ich glaube 12. Mai, als Experte in Heidelberg bin. Und solche Spiele, ne, wo es am Ende noch um was geht, das ist schon was ganz Besonderes. Absolut, absolut. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir gehen mal zu Bonn gegen Vechta. 80-77 für die Bonner. Vechta sichert sich den direkten Vergleich. Das weiß gar nicht, ob wir das bei Heidelberg erwähnt haben. Ich glaube schon. Die haben sich auch den direkten Vergleich jetzt gesichert gegen Crailsheim. Also Vechta behält zumindest den direkten Vergleich. Wenn wir auf Vechta schauen, nach hier und da mal eine Partie, die nicht ganz auf dem extrem hohen Niveau war, wieder mal eine MVP-like Performance von Tommy Cusy, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Aber ich fand, es kam zu wenig von den anderen. Da haben mir auch Optionen gefehlt. Also außer Spencer Reeves als Shooter über die Staggered Screens zu jagen, haben mir da so ein bisschen auch die Alternativen zu Tommy gefehlt. Hast du es auch so wahrgenommen? Das stimmt. Wo man aus meiner Sicht bei diesem Spiel extrem Credit geben muss, ist einfach den Bonnern, wie die schon verstanden haben, auch diese Spieler ja nicht ins Spiel kommen zu lassen. Ja, und ich finde eh interessant, was in Bonn da passiert und so ein bisschen auch unter dem Radar, wie sie jetzt auf einmal wieder wirklich an den direkten Playoff-Plätzen kratzen, was ja vor der Saison auch so ein bisschen eine Wundertüte war, weil man nicht genau wusste, okay, nach dem Weggang von Thomas Isalo eigentlich kompletter Neuanfang, was auch die Mannschaft angeht, performen sie wirklich konstant, entwickeln sich konstant gut, ja, und so Spieler wie Thomas Kennedy, der ja am Anfang auch nicht der Man war jetzt in Bonn, ja, der wirklich in diesem Spiel auch wieder sensationell produziert hat, ein Sam Griesel, der wirklich stark ist, wir haben schon mal über ihn gesprochen, der wirklich auch eine gute Zukunft vor sich hat. Da hast du einfach gesehen, dass sie in der Tiefe einfach in diesem Spiel mehr Leute haben, die produzieren konnten. Und das ist angesprochen, Vechta war jetzt schon wieder sehr, sehr abhängig von Tommy Cusy, von der vor allem in der ersten Halbzeit ja auch nicht so wirklich was auf die Platte gebracht hat. Eigentlich ja, ich glaube, den über 20 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht hat für Vechta. Ich glaube, er war am Ende bei 22, ich glaube 5 in der ersten, 22 nach der Pause. Genau. Und du hast es angesprochen, da kam einfach zu wenig von den Rollenspielern aus Vechta. Ja. Und ja, aber im Endeffekt, ey, musst du Bonn da Credit geben. Die sind jetzt nur noch ein Spiel auseinander, ein Sieg weg. Ja, also kann schon auch sein, dass hinten raus Vechta da aus den direkten Playoff-Rängen rausrutscht. Ja, noch ist Bonn 2 Spiele dahinter, denn der direkte Vergleich ist noch bei Vechta. Das stimmt, ja. Mit 2 Punkten. Du hast angesprochen, die Rollenspieler von Vechta, Wes Iwundu als Ex-NBA-Spieler, nur 3 Punkte. Das ist deutlich zu wenig. Ich fand, was Bonn gut gemacht hat, ist Vechta Probleme in der 1-gegen-1-Defense zu nutzen. Mit Clint Watson Jr. als klar definierten, vielleicht besten 1-gegen-1-Spieler der Bonner, aber auch, indem sie auf einen Schwachpunkt relativ häufig draufgegangen sind, nämlich auf Ryan Schwieger. Und was man auch sagen muss, was Thomas Kennedy erwähnt, Johann Grünloh, super. Der Junge ist 18, der wird definitiv Nachwuchsspieler des Jahres, auch völlig verdient. Aber man, glaube ich, muss das Ganze trotzdem mal einordnen und den Hype auch so ein bisschen bremsen. Ich habe relativ viele Vechta-Spiele gesehen und relativ häufig hat Johann, wie jetzt gegen Thomas Kennedy auch, das direkte Matchup verloren. Auch wenn er über die Saison hinweg gute Daten hat, das zeigt, dass er da einfach
gegen solche Leute, wie auch am Spieltag davor, Gilson Bango, noch nicht ganz so weit ist. Nochmal, damit will ich dem Jungen nichts wegnehmen. Ich möchte einfach nur, dass der nicht so sehr gehypt wird, dass er irgendwann diesen Erwartungen nicht mehr entsprechen kann. Ja, sehe ich auch so. Man muss natürlich auch sagen, gerade auch in dem Spiel kommt es natürlich dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie wird gegen Fechter angegriffen. Ja, Fechter versucht beispielsweise in der Pick-and-Roll-Verteidigung immer dieses Short-Hedge und dann wieder zurück. Und da muss man sagen, Harald Frey und Thomas Kennedy passen super zusammen. Die verstehen sich blind aus meiner Sicht. Ja, da gab es schon auch den einen oder anderen Moment, wo Johann Grünloh einfach unglücklich ausgesehen hat, aber das einfach geschuldet, glaube ich, schon so ein bisschen der Verteidigungsart von Fechter auch war. Ja, ja, guter Punkt. Aber am Ende des Tages muss man natürlich, ich hab gestern noch mal so ein bisschen recherchiert, wer würde denn noch so in Frage kommen für den Nachwuchsspieler des Jahres. Und da bin ich ehrlich, da bin ich dann auch so ein bisschen mal auf einen Sam Griesel gestoßen, habe mir mal angeschaut, was da passiert ist. Aber man darf halt nicht vergessen, Johann Grünloh ist einfach erst 18. Ne? Er ist 18 und er ist der Starter für eine Mannschaft, die im Moment als Aufsteiger auf einem Playoff-Platz steht. Und ja, er ist der zweiteffektivste Spieler nach dem MVP-Kandidaten Tommy Cousy. Ja, also von daher ist es ein absoluter No-Brainer, wie mein alter Coach Raul Korner immer gesagt hätte. Aber ja, lass uns nochmal zu Tommy Cousy kommen. Ein alter Coach Raul Korner, der übrigens heute Geburtstag hat. Oh, da weißt du mehr als ich. Wobei ich habe vor ein paar Wochen sogar eine Grußbotschaft für ihn aufgenommen, weil ich wusste, dass er irgendwann jetzt 50 wird. Der wird heute 50. Dem schreiben wir nachher noch eine Nachricht. Alles Gute auf diesem Wege. Weil der hat's ja nicht nötig, unseren Podcast zu sehen oder als Podcast zu hören. Raul, falls du das jetzt doch hörst, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Raul. Nach, wo ist er gerade? Ich glaube, Südkorea, irgendwie sowas, Taiwan. Ja. Taiwan, glaube ich sogar, ist es. Ich bin mir gar nicht sicher. Lass uns nochmal zu Tommy Cousy kommen. Wir haben ja in unserem Spiel, was wir am Sonntag gemacht haben, sind wir ja auch auf ihn gekommen als MVP-Kandidaten. Und du hast gesagt, dass ich habe ja so ein bisschen gesagt, okay, was wäre der logische nächste Schritt für ihn? Du meintest, dass eventuell schon Interesse aus der Euroleague kommt. Ja. Ja. Ich habe mir dann nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube trotzdem, dass der logische nächste Schritt erstmal vielleicht Eurocup wäre. Ja? Und da ja natürlich jetzt Ty Harrelson von Fechter nach Ulm geht und Ulm nächstes Jahr, ich weiß nicht, wie bestätigt das ist, aber wahrscheinlich jetzt wieder Eurocup spielen wird nächstes Jahr. Haben sie immer gemacht. Wäre das ja eine Option, dass er ihn vielleicht mitnimmt. Wie siehst du das? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass Tommy Cousy für Ulm nächste Saison schon zu teuer sein wird. Okay. Ich glaube, dass Ty ihn lieben gerne mitnehmen würde. Ich glaube, dass Thorsten nichts dagegen hätte. Ich glaube aber, dass Tommy Cousy gehaltsmäßig, würde ich tippen, im Moment außerhalb der Ulmer Range liegt schon. Ja? Okay. Also es heißt ja auch nicht, dass das hast du völlig richtig gesagt, die Euroleague sein logischer nächster Schritt ist. Da hätte er sicherlich definitiv nur eine Backup-Rolle. Ja, aber ich sag mal, was Top-Spieler aus der BBL leisten können, das zeigt ja TJ Shorts dieses Jahr in Paris. Ne? Der war letzte Saison MVP der Bundesliga, MVP der Champions League. Der wird diese Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit MVP im Eurocup. Ja, und vielleicht wäre es wirklich für Tommy Cousy besser, auf diesem Niveau in einer tragenden Rolle erst nochmal ein Jahr oder zwei zu machen, bevor er den ganz großen Sprung dann vielleicht macht. Ja, allerdings, boah, ist schwierig zu bewerten, weil ich glaube, dass Tommy Cousy ja auch letztes Jahr mit diesem für ihn enttäuschenden Jahr, auch was da in Ludwigsburg war etc., was da passiert ist, ich glaube, wenn du dann diese Chance hast, ja, dann musst du eventuell auch diese Wette mal annehmen. Ja, ja, sicher. Ja? Und am Ende des Tages kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf die Kohle an. Ja, und wenn dann kommt einfach. Es kommt auf die Kohle an, es kommt darauf an, was der Agent letztendlich präferiert, der ja nicht nur den Deal macht, sondern auch vielleicht in beratender Funktion da eingreift. Ne?
Genau, und ich am Ende sage ich so, hey, wenn das Euroleague-Angebot auf dem Tisch liegt, dann musst du es wahrscheinlich nehmen, weil in den Eurocup zurück kommst du immer. Wenn du Ja. mal einmal in der Euroleague warst oder Champions League oder was weiß ich. Von daher, ich denke, es kommt wirklich auf die Situation an. Ich glaube nur, dass es eventuell ein Stück weit athletisch Probleme für ihn geben könnte in der Euroleague. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die BBL von der Athletik her nicht großartig unterschiedlich ist zur Euroleague. Da hast du in der Euroleague einen anderen Spielstil. Und ich will es auch nochmal klar sagen. Ich habe nie gesagt, der hat ein Euroleague-Angebot auf dem Tisch liegen, sondern der Buschfunk vermeldet, es gäbe Interesse aus der Euroleague. Ja, Ne? also dass es Interesse gibt, da glaube ich auch fest dran, wer solche Zahlen auflegt und wer da im MVP-Rennen da ist. Also ich meine, die Mannschaften sind ja nicht blöd und ich glaube, dass die Bundesliga, da gebe ich dir absolut recht, gerade wie sie sich entwickelt hat über die letzten Jahre, auch athletisch gesehen etc., da natürlich auf dem Radar ist der ganzen Euroleague-Vereine, die sich da umschauen, wer hier produziert in Deutschland. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht. Was natürlich auch spannend ist, wir haben gerade nämlich ja Raul Korner gratuliert und auch ein alter Bekannter von uns beiden. Und Raul Korner ist ja jetzt der Ja. neue Trainer in Vechta. Hey, Martin Schiller, ich meine, was kann ich sagen? Besser konnte Rasta Fechter aus meiner Sicht heraus die Ty Harrelson-Nachfolge nicht regeln. Das ist ein Top-Pick. Absolut. Der hat Erfahrung, der ist ein Nordlicht, ja, also kennt sich da oben aus. Ja, Ein österreichisches Nordlicht, in Wien geboren, in Hamburg aufgewachsen. genau. Stimmt, da ist ja die Verbindung zu Raul, ne? Die österreichische Verbindung. Nee, also für mich war ja Martin der Co-Trainer in Quartenbrück, als Tyron dort Head Coach war. Und ich habe die Zeit sehr genossen. Ich schätze ihn sehr als Menschen. Und was er da auch in den letzten Jahren, wie er sich da entwickelt hat als Trainer, ich denke schon auch, dass man das besser hätte nicht lösen können. Ja, also ich kenne ihn natürlich noch besser als du. Er war 3 Jahre mein Co-Trainer. Ich habe so von ihm profitiert. Menschlich 1A, fachlich 1A, Loyalität 1A, Fleiß 1A. Wie gesagt, tja, viel besser geht's nicht. Aber wir müssen auch mal über Gerrit Kersten Thiele reden. Wir haben beim Spiel in Ludwigsburg darüber geredet, was Thorsten Leibenhardt für einen klasse Job macht, Spieler zu finden und Coaches zu finden. Ne? Bei den Coaches Jakalakovic, Thorsten Leibenhardt, jetzt Jakalakovic, Anton Gavel, jetzt Ty Harrelson. Gerrit Kersten Thiele ist für mich jemand, der auf einem guten Weg ist, sich eine ähnliche Reputation in dieser Liga zu erarbeiten wie Thorsten Leibenhardt. Was der dem Fechter-Programm in seiner Zeit schon an Impulsen gegeben hat und was der schon großartige Personalentscheidungen getroffen hat. Ich kann die Mütze nicht abnehmen, aber Chapeau. Absolut. Ich denke, dass in Vechta das Gesamtpaket das auf jeden Fall ausmacht. Die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur und natürlich jetzt, dass man auch den Schritt gegangen ist, eben einen Sportdirektor. Ich weiß gar nicht, wie lange ist Gerrit jetzt schon in Vechta? Ich glaube, der ist im Laufe der letzten Saison gekommen. Genau. Und das ist natürlich auch so ein Schritt. Dem kann ich eigentlich nur jedem Basketballstandort, der irgendwas vorhat mit seinem Programm, nahelegen, dass man da jemanden installiert, der das große Gesamte sportlich gesehen im Auge behält und nach vorne treiben möchte. Also ein Sportdirektor. Und das hat sich für Vechta unfassbar bezahlt gemacht bis jetzt. Und auch in diesem Zuge, ich habe ja als diese Vertragsverlängerung mit Johann Grünloh war, dass er so ein bisschen kritisiert, wo ich gesagt habe, okay, wo geht da die Reise hin? Wenn das damals schon feststand, dass Martin Trainer wird nächste Saison, dann hätte ich das natürlich so nicht gesagt, weil jetzt ist auch klar, dass du da einen Trainer hast, der für so ein Top-Talent wie Johann Grünloh extrem passend ist. Und ich Aber das denke, war dass Ty auch, das war Ty Harrelson auch. Der war auch extrem passend für Johan.
Genau, wollte gerade sagen, aber da ging es ja darum, dass man noch nicht genau wusste, was passiert auf der Trainerposition nächstes Jahr in Vechta. Jetzt ist das gesichert, und ich denke, dass wir da, was nächstes Jahr ja kein einfaches Jahr wird, man sagt ja immer, das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist so mit das Schwierigste. Aber wenn du jetzt da so einen Top-Trainer wie Martin Schiller hast, dann musst du in Vechta da überhaupt gar keine Angst haben. Nee, das Jahr wird definitiv schwerer und den Grund haben wir schon angesprochen. Tommy Cousy wird nicht zu halten sein. Und die Frage für mich ist, wie gut wird die Supporting Cast sein, wenn der Point Guard möglicherweise auf dem gleichen Niveau ist wie die Supporting Cast? Ja. Aber das sind vielleicht Themen, die besprechen wir vor der nächsten Saison. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob und welchen internationalen Wettbewerb du auch noch spielen wirst. Ja, das ist Doppelbelastung, das ist immer eine ganz andere Nummer. Da ruft man mal in Rostock an, und so weiter. Also das wird spannend. Ja, so, jetzt gehen wir aber weiter zu Ludwigsburg gegen Ulm, Basti. Wir waren gemeinsam da. Du hast den ersten Call hier. Schilder mal die Eindrücke dieser Partie aus deiner Sicht, die ja wirklich einiges zu bieten hatte. Wir haben ja vor dem Spiel oder ich glaube während der Anfangsphase noch gesagt, okay, direkter Vergleich, Genau. das wird kein Thema an diesem Sonntagnachmittag. Am Ende Ja. ist der direkte Vergleich gefallen für die Ulmer. Ja, ein Blowout-Sieg ohne Ende. Entscheidend aus meiner Sicht sind besser in die Partie gekommen. Ja, Ludwigsburg hat sich dann aber zurückgekämpft, vor allem durch Einzelaktionen aus meiner Sicht. Ulm sehr dominant von Beginn an, was das Rebounding angeht, viele zweite Chancen sich eingesammelt. Aber dann aus meiner Sicht, was ausschlaggebend war, so diese 4, 5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit, als man das Gefühl hatte, okay, die Ludwigsburger sind jetzt besser in der Partie, sie haben jetzt mehr Zugriff. Dann hat Ulm so einen Run gestartet zum Ende dieses Viertel hin, und diesen Run eigentlich dann auch übergreifend nach der Halbzeit so ein bisschen fortgesetzt und in der zweiten Halbzeit, wenn du dann nur noch 20 Punkte von Ludwigsburg zulässt, dann ja, muss man sagen, Chapeau an Ulm. Das war aus meiner Sicht, ich habe jetzt auch nicht wirklich alle Spiele gesehen, aber eventuell die beste Saisonleistung und definitiv eine der schwächsten, die ich je zu Hause in Ludwigsburg von Ludwigsburg gesehen habe. Ja, ich glaube auch schlechteste Saisonleistung von Ludwigsburg, wahrscheinlich beste von Ulm. Das Rebounding hast du angesprochen, den Lauf zum Ende der ersten Halbzeit, 14 zu 2 Lauf von 38-38 auf 40-52. Das Ganze ohne Juan Núñez, der ausgesetzt hat wegen Knieproblem. Es war viel Prominenz in der Halle aus der NBA. Die Zeit der Scouts scheint vorbei zu sein. Jetzt schlägt das Front Office auf. Jorginho, starkes Spiel, Brasilianer, ne, sind wir wieder bei Crailsheim. Ich finde, Justinian Jessup gefällt mir extrem gut, die Nachverpflichtung der Linkshänder. Das ist ein sehr guter Spieler und was mir am besten an ihm gefällt, ist, dass er komplett in allem, was er tut, unter Kontrolle ist. Absolut. Und dann hatten wir das Thema Pacome d'Adier. Und da kommen wir gleich nochmal zu, weil wir haben gerade bei Ludwigsburg auch noch ein bisschen was zu besprechen. Also ich gebe dir recht, völlig verdienter Ulmer Sieg, direkter Vergleich gewonnen. In der Verfassung sind sie auf jeden Fall wieder ein Halbfinalist. In der Verfassung auf jeden Fall. Und ich habe nach dem Spiel so ein bisschen, ich habe mit Karim Jalloh gesprochen, aber auch mit Thorsten Leibenhardt. Und das ist jetzt spannend. Jetzt ist so diese Phase, wenn du aus Ulmer Mannschaft, du warst jetzt gewohnt, du hast Eurocup gespielt, du hattest immer diese Doppelspielwoche. Ja. Jetzt auf einmal weniger Belastung unter der Woche. Du trainierst jetzt höchstwahrscheinlich nur noch einmal am Tag, das Wetter wird besser und wenn die Mannschaft jetzt so zusammenkommt, ja, und so einen Vibe kreiert, hinten raus, und so einfach man redet ja häufig auch mal in der Gesellschaft von dieser Work-Life-Balance, ja, aber so eine Saison wird lang. Und wenn du es jetzt schaffst, irgendwie so dieses zu kreieren, dass du hast Spaß im Training, du verbesserst dich, ohne dass es sich nach der ganz harten Arbeit gerade anfühlt. Und dann kommt die geilste Zeit des Jahres immer näher, die Playoffs. Ja, also da kann schon was entstehen. Und ich glaube,
das war jetzt so das erste Anzeichen nach dem Sieg auch gegen Würzburg, der ja auch nicht einfach war für die Ulmer. Ja, Würzburg ist eine absolute Top-Mannschaft dieses Jahr. Jetzt direkt dieser Blowout zieht in Ludwigsburg. Also wenn da die Stimmung nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Und was Thorsten Leibniz hat eben gesagt hat, diese, was du angesprochen hast, Jessup, ein Spieler, den sie wirklich jetzt auch noch gebraucht haben, ein gefährlicher Werfer, aber auch ein Combo-Guard, der auch den Ball führen kann, hat man jetzt auch gesehen gegen diese Ludwigsburger Verteidigung, die immer aggressiv ist, war er immer unter Kontrolle, hat genau genug gewusst, was er tun muss. Also das wird extrem spannend zu sehen sein, wie weit die Ulmer dieses Jahr kommen. Ja. So, bei Ludwigsburg gab es aber trotzdem positive Nachrichten. Ariel Hugh-Porty kehrt zurück auf Leihbasis von Melbourne United aus Australien. Er hat tatsächlich um 9.30 Uhr deutscher Zeit das fünfte Finale der australischen Liga gegen die Tasmania Jack Jumpers gespielt, mit 2 Punkten verloren, 15 Rebounds abgegriffen und musste bis 23.59 Uhr in Deutschland gemeldet sein. Und das hat funktioniert. Er hatte nicht vor dieser Saison, aber vor der vorletzten Saison einen Achillessehnenriss. Was glaubst du, kann Ariel seinem Ex-Team bringen? Er war ja bis, glaube ich, 2020 war er in Ludwigsburg, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja, ich glaube, so ein bisschen Toughness, Rebounding, Präsenz unterm Korb. Josh King hat nach dem Spiel gesagt, wir wollen die tougheste Mannschaft der Liga sein. Davon war nicht wirklich viel zu sehen in dem Spiel. Und ich finde, Eddie Edigan macht einen super Job dieses Jahr. Der einzige Ludwigsburger in dieser Partie, den ich positiv erwähnen möchte. Absolut. Aber danach wird schon relativ dünn auf den großen Positionen, was für mich diese Toughness angeht. Und ich glaube, das erhofft man sich von Ariel, der diese Saison 7 Rebounds in Australien aufgelegt hat, 1,5 Blocks. Also ich glaube, man erhofft sich von... Bester Shotblocker in Australien, drittbester Rebounder. Ja. Genau, und ich glaube, da erhofft man sich einfach so ein bisschen Präsenz unter den Körben als Entlastung von Eddie Edigan. Und da bin ich gespannt. Ich bin ehrlich, ich verfolge die australische Liga nicht so sehr, aber wie schnell er dann jetzt auch diese Transformation zur deutschen Liga schafft, in was für einer Verfassung er hier ankommt nach so einer schon kompletten Saison, wird interessant sein, aber ist ja auch ein Junge, der aus deutscher Sicht gesehen extrem interessant sein kann für die Zukunft. Zukunft, Jahrgang 2002, das heißt, er ist Draft-Jahrgang dieses Jahr. Ich bin mal in 2 Mock-Drafts gegangen, einfach mal zu gucken, wo er gerankt ist. In einem Mock-Draft ist er gar nicht aufgetaucht, in einem anderen war er auf 55, also spät in der zweiten Runde. Aber jetzt kommt das Interessante. In beiden Mock-Drafts war Tristan da Silva, Oscars Bruder, relativ prominent, einmal sogar spät in der ersten Runde, spielt er an der University of Colorado, 27. Und in beiden Mock-Drafts habe ich einen 19-Jährigen gesehen, den wir in Ludwigsburg gesehen haben, Pacome Dadier. Der ist ja eigentlich Class of 2027, das heißt, der hat noch 3 Jahre Zeit. Ich hoffe, der Junge geht nicht zu früh in die NBA, aber der war in beiden Mock-Drafts in der zweiten Runde schon drin. Und der hat ja wirklich sehr, sehr gut gespielt, vor den Augen der Scouts, gezeigt, wie gut er sich ohne Ball bewegt, dass er als Ballhändler das Pick-and-Roll laufen kann. 3 von 4 Dreiern getroffen, stark verteidigt. Also da ist auf jeden Fall nicht nur Juan Núñez, weswegen die NBA-Scouts sich Ratio Farm Ulm anschauen. Und dann gab es die zweite Meldung. John Patrick zurück nach Ludwigsburg. Es ist keine Meldung, noch nicht. Es ist erstmal nur ein Gerücht, aber es scheint sehr, sehr viel dran zu sein. Bewerte das mal für uns, Basti. Ja, ich finde es enorm spannend, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass John Patrick das interessant fand, was da in Japan im Basketball passiert, aber doch ein Stück weit, glaube ich, entfernt seiner Vorstellung, wie man Basketball lebt oder wie Basketball gespielt wird.
Und ich denke, das hat er 2 Jahre jetzt schon auch ein bisschen genossen, da ich glaube, das Pensum nicht ganz so hoch ist in Japan. Aber wer John Patrick kennt, Das der Spielpensum ist deutlich höher als in Deutschland. das Spielpensum ist hoch, du spielst, glaube ich, Samstag, Sonntag, hat mir Elias Harris mal erzählt, aber das, was so unter Back to der Woche back ist immer passiert, back to back, ja. du trainierst relativ wenig, es geht viel um Entertainment, Vermarktung etc. Und jeder, der John Patrick kennt, der weiß, der Mensch lebt 24/7 Basketball. Und da hat man schon ein bisschen gehört, er möchte wohl wieder zurück nach Europa. Und was liegt da näher als zurück in seine alte Heimat, wo ja seine Familie noch wohnt, ja? Und ich glaube, dass man ihn ja da gar nicht groß überreden musste, ob er zurück nach Ludwigsburg möchte oder nicht. Ich finde es so ein bisschen interessant, weil Josh King aus meiner Sicht einen tollen Job gemacht hat in Ludwigsburg, was nicht einfach war, das Erbe von John Patrick anzutreten. Und deswegen wird es spannend zu sehen sein, was ja wie auch die Saison für Ludwigsburg jetzt zu Ende geht. Ob es Josh King, der natürlich da, glaube ich, gemischte Gefühle hat, wenn er da um seine Zukunft schaut, er sagt, glaube ich, was anderes, aber eine einfache Situation ist es nicht für ihn, oder? Nein, das ist keine einfache Situation für ihn. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man gesehen hat, wie diese Mannschaft in der zweiten Halbzeit in sich zusammengefallen ist, stellt sich natürlich immer die Frage, inwieweit haben die Gerüchte damit was zu tun? Aber wir haben es eigentlich schon besprochen beim Spiel. Das kann man wirklich nicht beurteilen. Geht einfach nicht. Nee. Wir blicken voraus auf das nächste Wochenende. Freitag bin ich in Tübingen, zu Tübingen gegen Rostock. 2 Teams mit 6 Siegen. Tübingen nach dem Heidelberger Sieg auf dem Abstiegsplatz. Jetzt haben die auch nochmal nachverpflichtet. Frank Gaines, klar, Qualität, Erfahrung, zuletzt 17,7 Punkte in der zweiten italienischen Liga, die eine sehr ordentliche zweite Liga ist. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir lieber einen jungen, hungrigen Spieler gewünscht für diese Mannschaft als einen Profi, der in seinem 11. Jahr jetzt seinen 18. Verein besucht. Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, Erfahrung gerade im Abstiegskampf ist gar nicht so verkehrt. Ich kann mich nur noch relativ vage, wenn ich Du ehrlich bin. hast aber vorhin bei Heidelberg gesagt, das Allerwichtigste sei Identifikation. Ja, ob du das jetzt von einem Jungen, bekommst, der so ein bisschen, der sich noch beweisen muss, etc. Also ich glaube, es hat. Egal ob jung oder alt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann mich nicht mehr so ganz an Frank Gaines erinnern, wenn ich ehrlich bin, als Gegenspieler damals. Es war ja 16, 17, glaube ich, als er in Vechta war, ne? Lefty Scorer. Ich glaube, Scorer brauchen sie. Ich glaube, sie Definitiv. brauchen noch einen zweiten Scorer. Ja. Und auch da würde ich jetzt mal erstmal von außen betrachtet sagen, dass. Vor allem, dass Danny sich schon nicht einen Störenfried da ins Haus holen wird, weil also im Allgemeinen ja die Tübinger schon darauf Wert legen, dass sie ihren Spielstil durchziehen. Und da bin ich echt gespannt, ob da Frank Gaines reinpasst. Okay. Der Kontrahent Rostock. Eine 35er-Klatsche zu Hause, ganz ähnlich wie Lubu gegen Ulm in der zweiten Halbzeit, komplett eingebrochen. 13 Saisonniederlagen in Serie. Stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann dieses Bekenntnis zum Trainer aufrechterhalten werden, wenn du in dieser Situation diese Klatsche bekommst? Gib uns deinen Also, Ausblick auf Tübingen-Rostock. ganz ehrlich, wenn diese Mannschaft nicht jetzt langsam mal anfängt zu rebounden, dann gewinnen sie auch kein Spiel mehr. Das ist natürlich auch nicht einfach gegen Oldenburg, aber wieder deutlich das Rebound-Duell verloren. Und ich weiß nicht, es gibt ja dieses Bekenntnis, bis zu Saisonende gehen wir da durch mit ihm, aber ich bin ehrlich, wenn du da in Tübingen jetzt verlierst, Ja. dann musst du reagieren, aus meiner Sicht. Absolut. Also, oder siehst du das anders? Nee. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Zweites Spiel, auf das wir vorausschauen wollen, die Bayern gegen Braunschweig. Das ist für mich eine ganz klare Angelegenheit. Braunschweig ist in einer wirklich schlechten Phase. Das Spiel in Göttingen am Sonntag, eine große,
athletische Mannschaft wie Braunschweig verliert das Rebound-Duell gegen eine kleine, unathletische Mannschaft aus Göttingen. 17 Uhr am Sonntag bei Welt, das Spiel. Für mich, wie hast du gesagt, sagt Raul Korner, heute 50 Jahre alt geworden, ein No-Brainer, wer das gewinnt. Ist ein No-Brainer, vor allem, weil ich glaube, dass die Bayern jetzt auch in der Bundesliga nichts mehr anbrennen lassen wollen. Sie wollen diesen ersten Platz bis zum Ende verteidigen, bin ich mir ziemlich sicher. Das Einzige bei so einer jungen Truppe wie in Braunschweig, da wollen natürlich in so einem großen Spiel in München sich alle beweisen, ja. Und da alle ihr bestes Spiel machen und das ist vielleicht die einzige Chance, dass es da so kleine Überraschungen gibt, dass Leute wirklich komplett overperformen. Aber am Ende wird die Qualität der Münchner zu groß sein. Da bin ich mir ziemlich sicher und das Spiel werden sie gewinnen. So, dann sind wir durch. So wie ich das auch gedacht habe, dass die Bayern gegen Dortmund zu Hause gewinnen, ist ja auch nicht so gekommen. Also von daher. Na gut. Dann lass mal das so stehen. Aber deine Expertise im Basketball ist nun mal auch deutlich größer als im Fußball. Wobei ich auch glaube, dass du natürlich ein exzellenter Fußballexperte bist. Nee, absolut, komplett nicht. Da bin ich einfach nur leidenschaftlicher Fan, aber definitiv kein Experte. Leidenschaftlicher Fan des Clubs. So. Absolut. Basti, lieben Dank. Genieß die Woche und ich freue mich, wenn wir uns hier wieder an gleicher Stelle sehen und hören nächste Woche. Ich mich auch. Ich bin gespannt, was für Erfahrungen und Erlebnisse du aus Tübingen gegen Rostock mitbringst. Wir schauen mal. Danke. Bis dann. Stefan, ciao, ciao, mach's gut. Ciao, Basti.